Moin ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das wird ein sehr interessantes Video. Ich hole jetzt meinen Kollegen Christian ab und dann geht es direkt nach München. Wir treffen den Profi-Fotografen Lorenz Holder, Action- und Sportfotograf, und der lässt uns mal richtig in die Karten schauen. Und der fotografiert auch mit der Canon EOS R5 Mark II und zeigt uns ein bisschen, wie er arbeitet. Wir machen natürlich ein Interview, aber wir haben auch vor, ein Live-Shooting zu machen mit einem Skater. Und das wird sehr interessant, weil nicht jeder Profi-Fotograf lässt sich so in die Karten schauen. Und ich bin sehr gespannt. Auf geht's, ich muss los. Heute ein Video direkt aus München. Ich sitze hier mit dem Lorenz Holder. Hallo. Und der Lorenz ist Profifotograf und wir haben mal mit dem Lorenz zusammen die R5 Mark II getestet. Und beziehungsweise der Lorenz hat die natürlich getestet. Und du hattest die auch schon vorher. Aber erzähl doch erstmal den Zuschauern, was du eigentlich so machst und was du fotografierst, in welchem Bereich, und dass die mal so einen Eindruck bekommen. Hi, ich bin Lorenz Holder, ich bin Action-Sportfotograf und ich erzähle euch heute mal, warum ich die R5 Mark II so schätze. Und zwar ist es genau das perfekte Modell, das meine Art von Fotografie perfekt umsetzen kann. Jetzt hast du ja gesagt, Action, Sport, Red Bull, glaube ich, ist bei dir ein Thema. Du machst viel für Nitro, glaube ich, auch, ne? Snowboards. Ist ein gutes Thema. Ich war ja mal Snowboardlehrer in der Skihalle in Bottrop. Ja. Und ich fahre übrigens auch Nitro, ist kein Witz. Sehr gut. Ja. Aber wir möchten ja heute mal mit dir erfahren, wie du so eine Kamera einsetzt auch. Ne? Ja. Du hast ja die R5, die Vorgängerin, hast du ja auch. Oder genau, auch schon lange im Einsatz. Ja, ne? Ich habe eigentlich schon immer mit der 5er, damals hieß sie noch, hatte sie noch einen Spiegel. Und ich habe die 5er immer geliebt. Und wie gesagt, jetzt habe ich das neueste Modell und ich bin sehr, sehr begeistert davon. Was begeistert dich an der Also, wie gesagt, ich hatte ja schon lange eine 5er, sage ich jetzt einfach. Und was über die Jahre einfach immer besser geworden ist, ist der Autofokus. Das ist einfach mittlerweile so einfach, scharfe Bilder zu machen, zumindest was den Autofokus und die Schärfe auf dem Fokuspunkt betrifft, würde ich sagen, das hat sich so über die Jahre am meisten entwickelt und macht mir das Arbeiten wesentlich leichter. Arbeitest du mit Serienbildern auch? Absolut. Also das ist ja, man weiß ja oft nicht genau, was passiert, und manchmal entwickelt sich dann ein Trick auch noch mal hinten raus. Und da ist es einfach von Vorteil, wenn man genügend Bilder pro Sekunde schießen kann. Ja. Und jetzt gerade hier noch mal mit den 30 Bildern pro Sekunde. Die hat ja auch die Voraufnahmefunktion. Genau, ja. Da hat sie auch. Sehe ich bei mir jetzt im Moment noch nicht so, weil ich meistens sehe ich ja, was passiert. Ist aber für, glaube ich, so Tierfotografen. Ja, im Wildlife-Bereich ist es, glaube ich, sehr angesagt, dass du nicht weißt, wann der Vogel losfliegt oder wann er jetzt gerade irgendwie Fisch frisst oder sonst was. Und dann hast du natürlich da die Möglichkeit, aber du hast recht, beim Sport weißt du, der Snowboarder kommt jetzt den Berg runter und dann habe ich den gleich oder fährt. Man sieht es ja einfach, wann jemand kommt, und dass ich mal den Moment so verpasse, muss ich schon ganz schön noch müde sein. Aber natürlich ist es ein tolles Feature, aber ich sehe es jetzt für mich im Sport, brauche ich es nicht zwingend, aber in anderen Bereichen, auch bei Porträts, also gerade bei Porträts, wenn mal die Augen zu waren und man hatte gerade das perfekte Licht, ist es mit Sicherheit hilfreich. Und du hast ja auch 45 Megapixel, gab es vorher auch schon, hast du ja auch, nur hier ist jetzt ein neuer Sensor drin und der BSI-Sensor. Genau. Und der Accelerator, der natürlich auch noch mal richtig Gas gibt, auch gerade für den Autofokus. Ne? Also für mich ist halt entscheidend, die 45 Megapixel zu haben, weil ich wahnsinnig gern Druck. Ja. Bei mir ist der Athlet oft mal kleiner im Bild und ich lasse so ein bisschen mehr die Landschaft und die Architektur außenrum mit in das Bild einfließen. Und dadurch ist zum Teil der Athlet oft mal ein bisschen kleiner und deswegen drucke ich das einfach gern und habe das groß an der Wand oder als großen Print. Und da sind 45 Megapixel eigentlich schon fast Pflicht. Ja, und durch die KI, die hier verbaut wurde, kannst du ja auch noch upscalen. Absolut. Das heißt, du kannst nochmal das Foto in der Kamera größer rechnen lassen. Richtig. In einer Top-Qualität. Das habe ich auch schon ausprobiert. Ja. Und das ist natürlich, und das Entrauschen ist auch mit drin. Absolut, in der KI, dass man das Bild nochmal extra entrauschen kann.
ist für dich natürlich dann, glaube ich, die richtige Kamera, weil wenn du jetzt die R1 ist ja auch neu auf dem Markt, ja, die ja viel im Sportbereich auch eingesetzt wird. Aber ich glaube, hier bist du wieder flexibler, weil die R1 weniger Pixel hat. Und obwohl du da auch Upscaling machen kannst, absolut, und so weiter. Aber hier bist du natürlich dann für deine großen Prints dann auf der sicheren Seite. Genau, ja, ja. Also ich sehe, die R1 ist halt eine Pressekamera, die hat mit Absicht ein bisschen weniger Megapixel, dass der Workflow schneller wird, ja, und hat dafür bei der Serienbildfunktion mehr Bilder. Mhm. Ich bin aber mit 30 Bildern pro Sekunde absolut happy. Braucht das jetzt nicht. Ich mache ja auch nicht Olympische Spiele, irgendwie 100 Meter Lauf, wo es dann wirklich auf diesen einen Moment ankommt. Ja. Deswegen bleibe ich bei der 5er. Wenn du jetzt zum Beispiel Bilder machst für Red Bull, ja, bestimmte Sportarten, also nur Snowboard, oder machst du auch andere Sachen? Ich bin da eigentlich offen für alles. Also meistens ist es so, dass ich eine Location sehe, die mich irgendwo fasziniert, die außergewöhnlich ist, und dann mir überlegt, welche Sportart würde da am besten passen. Also es kann zum Beispiel BMX oder Mountainbike oder Skateboarden sein. Also im Sommer, im Winter würde ich eher zu Snowboarden tendieren. Aber so, es kommt wirklich auf die Location drauf an, was ich da in dem Spot sehe. Und dann gucke ich mal bei Red Bull, wer da gerade gut am Performen ist. Habt ihr da euer Künstler am Start, also genau, immer die richtigen Leute, dass ihr sagt, also wirklich so ein Topf, sage ich mal, dann pickst du dir die Leute raus und ob die Zeit haben. Und genau, es sind ja auch mittlerweile über die Jahre sind es auch Freunde geworden, und ja, dann ruft man mal kurz an und sagt, hey, was hältst du von der Idee, und dann spricht man sich ab und dann entwickelt man so einen Shootingplan und am Ende hoffentlich kommt ein gutes Foto raus. Fährst du selber auch? Also bist du auch sportlich ich unterwegs? Ich bin früher Snowboard gefahren, ja, und auch ein bisschen Skateboard, aber lange nicht auf irgendwelchem professionellen Niveau. Du bist ja auch hier an der Quelle, ne? Du bist ja in München, glaube ich, groß geworden. Genau. Und dann bist du ja auch relativ schnell am Berg. Ja, so eineinhalb Stunden, dann stehen wir auf dem Berg, und es ist schon schön. Das wäre für mich natürlich ein Traum gewesen damals, ne? Ja. Aber ja, Skihalle ist doch auch ganz. Na, das ist natürlich was ganz anderes. Ja. Aber ist auch, könnte man auch gut Tricks und so fotografieren. Das wäre schon möglich. Absolut. Also, ist ein bisschen dunkel, aber das wäre auch möglich. Es gibt nichts, wo man nicht fotografieren kann. Das ist ja eigentlich das Schöne. Und gerade manchmal Snowboarden aus dem Kontext rauszureißen und in eine andere Umgebung, sei es eine Skihalle oder im Sommer mal, weiß ich nicht, in Schottland auf Matten. Ja. Alles, was irgendwo verblüfft und wo Leute sagen, so, wow, das ist aber irgendwie, das ist ja lustig, das ist interessant. Das ist ja das, was eigentlich so das Spannende an der Fotografie ist. Ja. Bist du denn auch oft mit der Kamera dann, also Outdoor unterwegs? Damit meine ich jetzt, dass du speziell auch mal irgendwo hinfährst in die Natur, machst da Aufnahmen, oder auch viel in der Stadt hier? Gibt es ja auch viele Locations hier in München. Also ich bin eigentlich, ich würde sagen, zu 99% immer im Freien. Auch egal, ob es regnet oder schneit oder minus 30 Grad hat, in Finnland zum Beispiel. Ja. Und das ist halt auch ein Punkt bei der Kamera. Also die funktioniert halt bei allen Wetterbedingungen. Egal, ob wenn da Schnee drauf fällt, dann macht das ja nichts. Ja. Das ist, wo du das gerade sagst, der Sucher hat sich ja verbessert, auch ja, vergrößert. Und der ist auch besser geworden in Sachen, also beschlagen und bei schlechtem mhm, Wetter und bei Temperaturunterschieden. Absolut. Und so weiter. Genau. Da hat sich auch einiges getan, und das kann man ja auch sehen, dass der Sucher man sieht es hier eigentlich ganz gut. Hier haben wir die R5 und hier haben wir eben die R5 Mark II. Ja. Und der Sucher ist einfach so viel besser und so viel größer. Also man hat einfach jetzt wirklich wie ein Bildschirm eigentlich, ja, schon, der so, wenn man durchguckt, das Bild ganz scharf und alle Informationen angibt. Und also da ist nochmal richtig viel passiert von hier nach da. Und es macht einfach deutlich mehr Spaß, nochmal mit dem Sucher zu arbeiten. Und ja, tolle Weiterentwicklung, finde ich. Eye Control ist ja jetzt auch in der Kamera, auch in der R1. Hast du da schon mit gearbeitet, oder ist das so, brauchst du das einfach nicht? Oder? Also Eye Control kannte ich noch früher aus von der EOS 3. Die hatte auch mal Eye Control vor, glaube ich, 20 Jahren. Und ich fand es ein interessantes Feature. Ich habe es für mich noch nicht so ganz entdeckt. Liegt einfach an der Sache, dass ich
oft noch mal so im letzten Moment, wenn ich Freihand shoote, noch mal meinen Framing-Check. Das heißt, ich gucke dann noch mal, wenn rechts ein Baum drin ist, ob der immer noch, ob der Baumstamm ganz mit drin ist oder ob ich den angeschnitten habe. Das heißt, ich kontrolliere kurz bevor ich shoote, noch mal kurz meinen Bildaufbau. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, möchte ich nicht, dass der Fokus dahin springt, sondern ich möchte eigentlich schon, dass der in dem Bereich bleibt, wo dann auch die Action passiert. Deswegen habe ich den bei mir deaktiviert. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, gerade so im Motorsport, wenn man irgendwie den Bildaufbau einigermaßen hat und dann fahren die Autos durch eine Kurve durch, dass man dann mit dem Eye-Tracking eben festlegen kann, ich mache erst das erste Foto, das erste Auto und dann gehe ich nochmal auf die folgenden Autos. Das ist eher so eine Stativgeschichte dann, ne? Wenn du einen festen Ausschnitt hast wahrscheinlich. Oder zumindest wo nicht so. So wusstest du auf die ganz kleinen Details, dass man schaut, dass es was, wenn was ganz am Rand ist, dass man das unbedingt mit drin haben möchte, aber es ist halt so ein bisschen. Man muss sich schon dran gewöhnen. Absolut. Also an dieses Eye Control. Und man muss es auch kalibrieren. Man kann das auf sich einstellen und dann werden die Einstellungen auch gespeichert. Und es ist dann eben so, dass man dann damit wohl arbeiten kann. Habe ich auch gemacht, aber wie gesagt, da gewöhnt man sich dann. Also ich würde persönlich, ich würde die Kamera dann auf ein Stativ stellen, wenn ich wirklich so filigrane Sachen noch am Rand habe, die ich mit drin haben möchte. Und dann mehrere Athleten, die durchs Bild kommen und ich dann aber festlegen möchte, wann ich welchen Athleten im Fokus habe, dann würde ich, glaube ich, mit Eye Control arbeiten. Ja. Machst du denn auch deine Custom-Einstellungen? Also machst du deine Einstellungen fertig, dass du, hast du auch vielleicht verschiedene Custom-Einstellungen, dass du sagst, jetzt mache ich heute BMX, da habe ich eine spezielle Einstellung, die ich unbedingt haben will, oder ich mache Skaterpark oder so, dass du die speicherst auch? Ich habe eigentlich relativ viel Standard gelassen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir immer über die Jahre angewöhnt, den Fokus, also den, wo ich scharf stelle, auf die Sterntaste zu legen. Das ist eigentlich bei mir so, dass, wo ich sage, da habe ich customized, sonst ist sie eigentlich so out of the box. Ja, reden wir doch mal über Objektive. Was benutzt du denn da so, wenn du im Sport unterwegs bist? Also ich habe eigentlich so ziemlich von 8 mm bis 200 ist meine Range. Also ich habe ein 8 bis 15 mm Fisheye, dann geht es von 15 bis 35 Weitwinkel weiter. Und dann von 28 bis 70 und 70 bis 200. Und damit bin ich eigentlich so. Auch noch Telekonverter dazu? Oder ja, ab und zu mal brauche ich. Also ich habe gemerkt, so bis 200 komme ich eigentlich im Standard. Ich hätte wohl gedacht, dass du manchmal mehr brauchst. Ich bin ja oft weiter weg. Ne? Also ich möchte ja quasi die Umgebung deine, auch so ein bisschen. Das ist deine Kunst sozusagen, dass du auch ein bisschen mehr, ich sage immer Speck. Genau, also ein bisschen mehr, ich sage immer Fleisch, so ein bisschen mehr Fleisch außenrum, um eben auch zu zeigen, in welcher schönen Umgebung zum Teil Action passieren kann. Ja. Und dass der Trick und der Athlet ist so Teil des Ganzen. Und das ist so ein bisschen, ich möchte einfach noch mehr zeigen, wo was passiert und wie schön das zum Teil eben auch sein kann. Wir schauen uns jetzt auch mal die Arbeit an mit Lorenz, denn Skaterpark, da haben wir Bilder gemacht. Beziehungsweise du hast Bilder gemacht und wir haben von dir Bilder gemacht, wie du fotografierst. Und du hast einen tollen Skater eingeladen. Und die Bilder schauen wir uns jetzt mal an. Da schauen wir mal rein, was du so gemacht hast damit. Es ist jetzt nicht der schönste Ort hier in München, aber es ist der Ort, wo wir wirklich mal die Kamera auf Herz und Nieren testen konnten, gerade was Autofokus betrifft und sowas. Und ich glaube, wir hatten einen ganz lustigen, spaßigen Tag. Und ja, das sind unsere Ergebnisse. Ja, das schauen wir jetzt mal an. Was wir jetzt machen, der Fabi kommt auf mich zugefahren. Ich bin im Servomodus und habe also die nachführende Schärfe. Deswegen kann ich jetzt hier mit 2,8er Blende schießen und die Kamera folgt dem Fabi. Und dadurch habe ich eigentlich immer scharfe Bilder. Und das ist das eigentlich, was ich euch hier zeigen will. Wenn ein Objekt auf einen zukommt im Servomodus, ist überhaupt kein Problem, kann man super cool einfach hier mit einem tiefen Kamerastandort ganz coole Bilder machen. Hier sieht man halt auch den Vorteil von 30 Bildern pro Sekunde, dass ich wirklich mir den besten Frame, eben den hier, raussuchen kann. Und mit dem Autofocus-Tracking ist es halt wirklich
eigentlich kinderleicht hier gute Fotos zu machen. Okay, jetzt klassische Skateboard-Fotografie. Wir haben das 8 bis 15 mm Fisheye. Wie gesagt, ich bin ganz nah dran und jetzt schauen wir, dass wir noch ein bisschen anderen Winkel kriegen. Ich hoffe, er fährt mich nicht um. Klassischer Mitzieher. Ich habe eine 20stel Verschlusszeit. Ich möchte den Hintergrund dynamisch wegblenden und ihn aber in seiner Bewegung scharf haben. Und das heißt, ich muss die Kamera immer genau mit ihm mitführen. Und um mich dann dabei nicht auch noch auf den Fokus zu kümmern, habe ich wieder auf Servo. Objektverfolgung ist die Person und dadurch sollte ich mich eigentlich auf meine Arbeit konzentrieren können, nämlich schön mitzuziehen. Und jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Wir sind halt bei einem 20stel, da ist es gar nicht so leicht, vor allem wenn er den Push macht, dass wir ihn da richtig schön mitziehen. Und jetzt möchte ich das Gesicht aber scharf haben und wir probieren einfach, bis wir es haben. Na, geht doch. Ich habe mich noch nie so sehr angestrengt beim Pushen. Ah! Oder? Ziemlich scharf. Also außer Fokus. Ja, jetzt haben wir das Shooting beendet hier im Skaterpark. Danke auch nochmal an Fabian, der hier die Sprünge gemacht hat. Ja. Also wo ich schon gezittert habe, dass keinem was passiert hier. Aber erzähl mal, was du so gemacht hast. Also wir haben eigentlich heute drei verschiedene Techniken angewandt. Einmal haben wir einen klassischen Fisheye-Shot gemacht, wo eigentlich alles scharf ist. Da habe ich vorfokussiert. Dann wichtig fand ich vor allem den Longlens-Shot mit einer 2,8er Blende im Servo-Modus, wo die Schärfe nachgeführt wird. Fand ich toll zu sehen, dass da alles wirklich in jedem Frame scharf ist. Und einen klassischen Mitzieher, wo wir einfach nochmal die Kamera mitgezogen haben und die Kamera eben den Fokus erledigt hat und ich nur noch geschaut habe, dass ich mit der richtigen Geschwindigkeit mitziehe. Serienbilder hast du auch gemacht? Genau, das war eben auch bei dem Longlens mit 30 Bildern pro Sekunde, wo man genau sieht, da ist es halt doch entscheidend, dass man den richtigen Moment trifft und da sind 30 Bilder einfach perfekt. Und hat einen guten Job gemacht, glaube ich. Absolut, war ein Träumchen. Wie ja, super. Jetzt ziehen wir weiter in die nächste Location. Genau, schauen wir uns mal an. Ich habe da ein buntes Haus gefunden. Ich kann nichts versprechen, aber sieht der ganz gut aus. Der typische Holder kommt. Wir hoffen, dass er entsteht gleich. Zumindest kann man erahnen, was mir Spaß macht. Ja, das war ein toller Tag hier in München mit dem Lorenz. Da haben wir mal einen Eindruck bekommen, wie man so als Sportfotograf arbeitet. Es war wirklich toll mit dir, der Tag, dass wir wirklich mal hier bei dir sein durften und du uns so ein bisschen auch in die Karten hast schauen lassen, ja, gerne. Also von wie du so arbeitest und so. Das macht ja auch nicht jeder, muss man sagen. Schaut doch mal vorbei auf www.foto-erhard.de. Da bekommt ihr nochmal alle Infos, alles zum Nachlesen. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch die Links zu Lorenz. Einfach reinschauen, tolle Bilder. Besucht mal seine Website und seine Instagram-Seite. Und wir haben 14 Filialen in Deutschland, da werdet ihr top beraten. Und es gibt eine Foto-Erhard-Akademie mit tollen Reisen und Kursen rund um Foto- und Videotechnik. Ich sag danke, Lorenz, danke, dass wir auch hier sein durften. Ne? War mir ein Fest. Und ich wünsche dir toi, 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 tolle Bilder, tolle Reisen. Dankeschön. Und dass du da wirklich weiterhin Top-Erfolge hast. Und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Ciao.